Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von Two Point Campus, unsere ostfriesische Universität wächst und gedeiht. Wir haben in der letzten Folge es geschafft, ein weiteres Gebäude dazu zu bekommen. Selber bauen dürfen wir immer noch nicht, doch mittlerweile, jetzt geht's. Ja, das heißt, dadurch können wir dann Gebäudestücke auch tatsächlich vergrößern. Hier will er es jetzt nicht machen, da müssen wir das ganze Gebäude vielleicht irgendwie... Okay, Campusgebäude nicht erlaubt. Ah, okay. Aber hier können wir ein Gebäude erstellen. Meine Idee ist ja vielleicht später eine Bibliothek dort zu errichten. Es kommt eben darauf an, was von uns gefordert wird und ob der Platz hier eventuell benötigt wird. Und dann machen wir ein BIP-Gebäude hier hin. Vielleicht machen wir auch schon ein Gebäude für dann den Aufenthaltsraum dahin. Alles andere, was im Weg ist, würde verkauft werden. Und die Wege allerdings wahrscheinlich dann auch. Eingangsbereich suchen wir uns aus. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, dass wir die Möglichkeit haben, hier ein paar Gebäude hinzubauen. Wobei ich glaube, außen jetzt nicht sehen kann, ob ich so einen Boden bauen kann. Ah, doch, hier. Da geht das. Da können wir also doch schon so Pflastersteine machen, um das Gebäude nochmal anzupassen. Ne? So, das wäre schon mal ganz gut. Würde also klappen. Startet das Jahr. Wir haben also alles vorbereitet, um ein neues Schuljahr zu starten. Wir haben die Wohnbereiche. Ui, ein Glück verpixelt. Nicht, dass uns da, ne? Was angeht, ne? Ja, ich würde sagen, was jetzt hier noch fehlt natürlich, ist in diesem Bereich soziale Möglichkeiten und Getränke, bevor wir das Jahr starten. Ich meine, ne, dann empfangen wir die Schüler und wenn wir das Jahr starten, würde ich sagen, gibt es erstmal da keinen Bedarf mehr. Dann haben wir hoffentlich alles für diesen Bereich erfüllt. Ich würde jetzt diese Automaten genau gegenüberliegend platzieren. Hier habe ich, glaube ich, eine Tür gemacht. So. Dann natürlich noch die Mülleimer. Und ja, der soziale Bereich. Da hätten wir ja auch ganz gerne ein bisschen mehr. Und Mülleimer nochmal. Ein paar mehr. Siehste, ich denke, das kann sich so sehen lassen. Ich finde es eigentlich ein angenehmer Flur. Ja, hier kann man sich gut aufhalten, man kann hier was essen und trinken aus den Automaten. Man hat dann seinen Schlafbereich, Duschen, also alles perfekt fürs Schuljahr. Personalraum richtig groß geworden. Da gucken wir jetzt einmal nach, wie viel Personal haben wir. Wir haben insgesamt 5 Stück, das heißt, uns reicht es noch so aus für dieses Jahr, dieser Personalraum. Und dann geht es los. Wir starten das Folgejahr. Wir nehmen Studenten auf. 20 Stück. Können wir nicht was verwalten? Nee, ne? Okay. Und ein Stern. Also jetzt geht es ja los, dass wir die Aufgaben abschließen. Ein Stern bedeutet, wir machen Campusstufe 5. Haben wir schon erreicht. Durchschnittliche Zufriedenheitswertung von 60. Vorlesung im Studiengang virtuelle Normalität mit Note C. Virtuelle Normalität haben wir ja noch nicht abgeschlossen, aber ich denke, der Raum ist gut genug, um das zu schaffen. Hier wollte ich gucken, aber ob es noch etwas gibt, um den Raum zu verbessern. Und ich, ja, es gibt solche Sachen. Ich glaube, wir können tatsächlich unser... Da, fertig. Einfach so ein paar Platinen an die Wand schmeißen. Was hilft noch? Ne? Wir haben ja ein bisschen 5K haben wir noch. Ja, müssen wir ein bisschen warten, glaube ich. Wir können die Räumlichkeiten nicht weiter verbessern. Aber es hilft schon mal, glaube ich, wenn wir erstmal auf Stufe 2 kommen mit dem Raum. Und das machen wir ja auch. Die Platine wird das einfach machen. So. Ja, und dann in Zukunft noch ein bisschen was mehr. Wir werden aber hier auch... Ist da kein Mülleimer? Doch. Wir machen hier noch einen weiteren Hausmeister. Der Hausmeister kriegt seinen eigenen Sessel, ja. Denk dran, zitieren statt plagiieren.
So, das sitzt. Dann, ja, wir wollen so eine. Ach, ist das, ich finde es ist ja gemütlich. Solche Sitzecken. So, dann kann man da reinlaufen und die können sich ein bisschen schief geworden am Ende, aber ich weiß nicht, wie viele jetzt sitzen können. Es ist auf jeden Fall ein großer Personalraum und ja, ich glaube, das kann sich sehen lassen. Nee, irgendwie sieht scheiße aus. Habe ich mir irgendwie besser vorgestellt, als es am Ende dann geworden ist. Vor allem durch die Schiefe, ne? Das ist ja. Aber unten die Öffnung, das ist gut, besser, ne? Auf jeden Fall. Ja, guck, was das ausmacht, ne? Ein Hausmeister wollte ich noch einstellen. Mal gucken, wen wir da auf dem Markt haben. Wir haben Denise, Nigella, Juliet, Anna und Pandora. Pandora ist ja genial, ne? Wir nehmen Pandora. Der Name ist einfach, der ist super. Ja, Stufe 5, Stufe 7. Und es gibt wieder Punkte dafür. Und mit diesen Punkten können wir dann halt Sachen verbessern. Was haben wir nicht? Karriereziele haben wir noch keine erreicht. Aber wir haben, ja, Punkte. Ach, guck, jetzt könnte man ein Upgrade machen. Bewerber- und Studentenaufnahme würde denn steigen. Wir hätten dann die Stufe 2 in der Vorschulologie. Ja, das, also die können mehr im Unterrichtsraum vielleicht haben. Wenn wir das im Laufe des Schuljahres machen, sind die Noten dann vielleicht besser? Das weiß ich nicht, aber ich würde es einfach jetzt mal bestätigen, dass wir die Vorschulologie jetzt verbessert haben mit diesen Punkten. Ja. Okay. Alles läuft seinen Gang. Wir haben ja, viel Verschmutzung. Trotz Mülleimer liegt es manchmal daneben. Und ja, das reicht ja alles so aus. Ne? Vorlesungsräume laufen auch. 1, 2, 3, 4. Es sind ja immer 5 anwesend. Also diese 10 Leute werden immer in Fünfergruppen aufgeteilt. 1, 2, 3, 4, 5. So ist es gerade. Und wir haben die 2 Sterne erreicht. Pizza oder Piazza La Nattera ist freigeschaltet. Klingt nicht gerade aus Friesisch, aber das ist uns egal. Dort werden wir dann, wenn wir dieses Gebäude hier mit 3 Sternen absolviert haben, dann werden wir ein neues Let's Play starten in Piazza La Natra. Ja, das ist vollkommen okay. So, wir haben die Stufe 9 als Ziel, das ist aber kein Thema. Das passiert von selber, wenn wir immer mehr bauen, Leute einstellen. Ist also überhaupt kein Thema. Vergrößerung des Campus und so macht das denn schon. Dann haben wir verdiene, das wird auch kein Thema sein. Durchschnittliche Schlafsaalwertung von 70%. Kriegen wir das hier hin? Wir haben hier 69%. Bedeutet, dass wir da irgendwie vielleicht, wie soll ich sagen, einen Teppichboden einkleben sollten oder irgendwie sowas. Heißt, wir machen mit diesen Cars erstmal einen Teppichboden oder ein tolles Bild, was wir dann freischalten. Und dann werden wir es anwenden und bekommen dadurch dann die entscheidenden Regenbogenfahne. 100. So, ist mir alles ein bisschen zu viel. 100 kann aber auch immer gut. Das ist die Frage, ne? 100k ist ja viel. Wie stark verbessert so ein Baustellenschild jetzt die Attraktivität in diesem Zimmer wirklich, wenn man 100k ausgegeben hat, ne? Also, erstmal müssen wir Platz. Oha. Geht das überhaupt irgendwo? Nö, ne? Habe ich jetzt 100k und kann mir das Schild da nirgendwo hinkleben.
In so einem Zimmer wird es gehen, ja, klar. Dann müssen wir das Fenster aber verschieben. Wir machen mal Folgendes. Wir gehen jetzt in das Zimmer rein. Nehmen den raus und hauen mal das Ding an die Wand. Ja, das war ein bisschen viel, ne? 100k, aber es bringt nichts. Ja, das ist blöd. Ein Teppichboden wird das meiste reißen. Wir nehmen diesen Sternteppich, auch wenn der kostet wieder 50k. Ich hoffe, dass der jetzt auch ein bisschen was bringt. So. Das Gute ist, wir können unsere Schlafsäle im Nachhinein mit so einem Teppich ausstatten. Und mal so gedreht. Also es ist egal, wir können auch quer machen. Ja, ist auch schön. Jetzt haben wir es geschafft. Die Schlafsäle sind verbessert. Ja. Verdiene das von selber. Erfülle 10 persönliche Ziele. Da müssen wir jetzt mal dann gucken. Wunsch nach einem Rosengarten. Das wäre ein persönliches Ziel. Wir haben nicht genug K. Und das machen wir. Studentische Bewertungsnote. Wir haben 3 Bewerber. Wenn die kommen, haben wir 3, die wir mehr einstellen können. Also lassen wir alles mal so laufen. Und befassen uns mit Unkrautbefall. Aha. Was ist das hier? Tatsächlich. Unkraut beeinträchtigt die Aktivität des Campuses. Mausmeister entfernt werden. Ist okay. Ich sehe gerade auch kein Unkraut. Und so, wir haben ja richtig viele Studenten mittlerweile. 30 Stück. Das sieht auch recht voll hier aus, aber die Plätze und so, noch geht es. Ich würde nur mal überlegen, ob wir vielleicht im Außenbereich vielleicht ein bisschen was verändern. Ja, dass wir dann sagen, ja gut, machen wir vielleicht mal ein paar mehr Parkbänke hier hin. Oder wollen wir sie... Das ist mit dem Weg, ne? Die Liebesbank ist ja auch wichtig. Ah, hier ist ja noch nichts. Achtung, Sicherheitslücke. Bitte ändert eure Passwörter. Die Mülleimer müssen wir ein bisschen verteilen hier. Mülleimer irgendwo hinpacken. Ah, die Besucher sind schon wieder weg. Persönliche Ziele, da haben wir jetzt ein paar. Aufenthaltsraum. Parkbank. Das machen wir. Passen die auch dahin? Das reicht auch, oder? Er wollte wahrscheinlich eh nur eine haben. Ein Kaffeekiosk. Können wir auch draußen platzieren. Tatsächlich, wir können... Ah, schön. Draußen ein Kaffeekiosk. Ist doch schön. Bei dem Wetter, den wir hier so haben, muss nur die romantische Sitzbank da mal weg. Die passt da ja nicht mehr hin, finde ich. Und wir brauchen einen Mitarbeiter wieder einmal. Einen Assistenten. Und Ginny Laila. Ja, okay, alles klar. Ohne Frage. Da holen wir Laila. So, dann 10 persönliche Ziele machen wir natürlich noch weiter. Oder ein persönliches Ziel ist natürlich, 2 Bewerber kommen mehr. Country, alles klar, tolle Arbeit. Wunsch auf Haltbarkeit. Hantelbank. Ei. Ich denke, Anfrage, Beziehungsobjekt, Anfrage, Hantelbank. Okay. Will ich jetzt nicht wissen, was sie da machen, aber wir machen erstmal einen Aufenthaltsraum. Und das ist halt die Frage. Ja, das werden wir hier richtig groß aufziehen. Ja. Dann haben wir noch die Schlafmöglichkeiten, die wir bauen können.
Aber hier ein Aufenthaltsraum in groß, in größer als so. Ist das schon groß? Das ist nicht groß. Das ist das Problem. Es ist eigentlich ein sehr kleiner Aufenthaltsraum. Wenn wir jetzt außen hier ein Gebäude bauen, wird dabei ja auch nicht so viel größer, ne? Es sei denn, wir ziehen das Gebäude. Ah, ich glaube. Das ist jetzt die Frage. Wie gehen wir jetzt damit um? Können wir. Ja, klar, wir können auch hier auf die Ecke was machen. Nein, wir machen das anders. Wir bauen uns jetzt ein Gebäude. Und zwar Gebäude. So, jetzt kann man da klar, ne, nicht durchlaufen, aber wir machen da die Türen passend rein. Guck mal, was für ein schönes großes Gebäude wir da bauen können. Und da können wir einige Türen reinmachen, die schön aussehen. Hier so einmal. Was haben wir denn hier? Seiteneingang? Ach so. Reicht nicht ein Seiteneingang? Das war einfacher, ne? Okay, die Hecke passt noch. So, ist doch ein schönes Gebäude, oder? Da kommt ein großer Pausenraum hin und, ah ja, gut, eigentlich muss dann das doch weg. Müssen wir da einen Rasen von machen oder so. Lassen wir das so als Durchgangsgebäude. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Möchtest du, okay. Ja, das ist wunderbar. Wir brauchen draußen ein bisschen mehr Rasen. Wurm für 10, jawohl. Wir haben 10 für einen Wurm gekriegt. Ja, also, und da können wir jetzt, ne, dann können die quasi direkt fast durchlaufen und hier in einen schönen großen Personalraum gehen. Und vielleicht kommt da nochmal eine richtig große Bibliothek rein, ne? Das ist jetzt die große Frage. Aufenthaltsraum, genau, das war ja der Plan. Wir haben insgesamt ein Gebäude von 10, also machen wir die Hälfte, 5 für Aufenthalt. Und rein geht's hier durch eine Tür in den riesengroßen 5er Aufenthaltsraum. Küche, wir bauen eine Küche. Und auf jeden Fall eine Spüle. Hier soll auch geguckt, das jetzt außen. Guckt das da raus? Nee, können wir das so hinkriegen, dass es wie eine Eckküche aussieht? Leider nicht. Das sieht irgendwie jetzt richtig bescheuert aus. Also dafür ist es nicht, ist kein Küchenbausimulator. Ja, das sieht aber auch doof aus. Das heißt, Mikrowelle daneben. Geht das jetzt oder? Ja, es würde gehen. Und nein, es ist bisschen dichter, da ist schon, ne? Ja, schön. Es ist nur ein Millimeter. Es ist nicht gut gebaut, müssen wir mal so sagen. Es ist nicht gut gebaut. So, noch einmal und immer noch nicht gut gebaut. Gut, lassen wir mal die kleine Ecke da stehen. Ein bisschen Toleranz lassen wir da mal durchgehen. Nein. So, natürlich müssen wir noch eine Kühltruhe haben hier, einen Kühlschrank. So, dann haben wir eine schöne Küche. Da können wir jederzeit was rausholen.
Und dann natürlich gibt es immer Getränkeautomaten, auch hier natürlich. Vielleicht auf der anderen Seite, dass wir da die Automaten entpacken. Dann kann man sich doch wohlfühlen, ne? So, dann wird sich hier dann direkt in der Nähe der Automaten einfach mal. Wir machen da jetzt ein Sofa hin. Als Trennung. Und ja, ist ein bisschen blöd. Die sollen so ein bisschen im Raum stehen. Und beim Daten soll sich keiner verletzen. Aber man kann dann quasi so sich hinsetzen und warten, bis man dran ist. Mit dem Werfen, ne? Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, dass wir das so machen. Ist eigentlich ganz, ganz klasse. Ja, wir können mal Pause machen, oder? Zeit läuft die ganze Zeit und dann haben wir es ja gleich rum. Ich will aber das ja mitschaffen, ne? So, wir schmeißen die Pfeile an die Wand, sitzen dabei. Das ist eine schöne Ecke fürs Essen. Das heißt, ja. Dann kommt man rein und wenn man dann. Dann, ja, kann man da lecker was essen. Das ist so. Ja. Ach, ist das schön. Ne? Bloß so von der Menge her, wenn man bedenkt, wie viele Studenten hier sind, dann muss er eigentlich eine Mensa bauen und nicht. Ne? Klar, hier sind hier auch Automaten, die versorgen sich auch zum Teil selber und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wir brauchen eigentlich schon für die Menge der Studenten mehr davon, ne? Von diesen Tischen. Und machen das jetzt ein bisschen platzsparend schon dahin. Aber das ist aber echt eng, ne? Einer an Platz. Ach, hier ist Milch drauf. Ne? So machen wir das. Ne? Ist auch schön mit den runden Tischen so. Da können wir noch eine hier zwischensetzen, so. Klack. Das reicht auch als Sitzecke zum Essen. Dann machen wir mit Daten das gleiche nochmal. Also, dass man da zu zweit dartet. In zwei Partien. Aufgeteilt. Wir haben noch immer noch genug Platz. Ne? Also, das müssen wir also schon alles so verwenden. Ne? Das ist schon richtig so. Ein Kickertisch. Ha, halte ich für extrem wichtig. Wir müssen gleich mal hier gucken. Ob ich das Zimmer wirklich abbrechen. Dieses Zimmer wird gelöscht, wenn du es abreißt. Zimmer abbrechen. Nein, wir brechen das Zimmer nicht ab. Ach, das ist ja schon ein Wunsch. Okay. So. Wir machen erstmal okay. Ne, der Raum kann ja immer noch erweitert werden. Wir müssen jetzt mal gucken, was ist hier noch. Wunschhandelbank. Können wir die freischalten? Wir schalten die frei. Können wir sie hier reinsetzen? Nee. Ist das einfach so für draußen gedacht? Ja. Tatsächlich, draußen kann man so die Handelbank benutzen. Die Frage ist jetzt, wohin damit, ne? Also wo sollen wir jetzt so einen kleinen Sportbereich dann machen? Ja, klar, wir machen jetzt Folgendes. Ach ja, mit dem gleichen Abstand so. Ist das gleich? Ja, das sieht vernünftig aus. Und dann können wir hier tatsächlich eine Handelbank hinpacken. Draußen schön so. Ja, sieht aus fast wie so ein Knasthof dann. Aber eben ist es kein Knasthof. Ist es? Nee, wir machen das woanders. Wir machen hier so eine kleine Sportecke dann halt eben hin. Das muss wieder zurück. Das gefiel mir so deutlich besser. Wir können ja draußen den Bereich auch pflastern. Ach nee, das ist Mutter. Ja, und schon trainiert man hier auf einer schönen Handelbank. Perfekt. Ja. Schöne Sache, ne? Kann noch ein bisschen weiter rauf nach oben. So. Ist extra, ist auch schön etabliert, ne?
So, Freunde, das war's von dieser Folge. Wir müssen immer noch diese ganzen Sachen erfüllen. Machen wir in der nächsten Folge direkt weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.